Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Uncharted 4. Elena hat uns in der letzten Folge den Arsch gerettet. Und jetzt sind wir auf dem Weg, um dem Arschlochbruder trotzdem wieder den Arsch zu retten. Sind wir bei einem Aufzug angekommen, den wir irgendwie gerne runterlassen würden. Wartet mal, was ist denn, wenn wir hier den Schalter betätigen? Mach das mal, Drake. Natürlich nicht. Ja, auch zu einfach. Okay. Tja, entweder reparieren oder wir klettern daran hoch. Sehen wir uns das mal an. Vielleicht finden wir auch einen tollen Schatz, den können wir Elena zur Besänftigung schenken. So, da können wir das Auto befestigen. Dann können wir das zum Einstürzen bringen. Ja, und dann? Ah, das ist das Problem. Zahnräder sind nicht mit dem Wasserrad verbunden. Wir müssen da hoch. Wir müssen da hoch und es uns ansehen. Oh mein Gott, ich wäre fast hier runtergeknallt. Kommen wir hier rüber? Ja. Das ist doch ein Klacks. So, was bringt uns das? Nichts. Ich denke mal, das ist eine Wand, die sich einstürzen lässt. Genau, hier können wir nämlich da das Auto befestigen. Okay, alles klar. Dann wollen wir mir alles zum Einsturz bringen. Liebste Elena. So, die Winde haben wir ja vorne. Einmal hier rum. Ich weiß auch noch nicht, was das bringt. So, jetzt zieht es einfach nur raus. Das hat wohl nichts gebracht. Das Wasserrad steht still. Das hilft uns aber nicht. Na gut, versuchen wir etwas anderes. Okay. Ein Radschlag. So, könnten wir mal bitte das Ding hier wieder einfahren lassen? Ich habe vergessen, wie es funktioniert. Wie lässt man denn die Winde wieder? Wieder los. So wahrscheinlich. Genau, Kreis gedrückt und jetzt versuchen wir mal die andere Stelle. Was hältst du da? Wir benutzen die Winde an den Balkon da unten. Hab ich doch vor. Bedanke, liebe Frau. Bist mir eine sehr kompetente Hilfe. Wieder eine wunderschöne Aussicht. Hier ist der Monsterfelsen. Ne, da ist der Monsterfelsen, okay. Ne, nix da fertig. Jetzt fertig. Zurück, ich bin dran. Okay. Vorsicht, ich bin auch noch hier. Hilfe. So, jetzt kommen wir aber hier hoch, wie ich mir gedacht habe. Komme ich hoch. Danke. So, können wir die Kiste hin und her schieben? Das sieht man schon direkt. Lass mal schauen, was wir draußen haben. Ein Schatz, Elena. Ich habe hier ein tolles Gefäß für dich. Eine Servierschale aus Jade. Hört, hört. Okay. So, ist offensichtlich, wo die hin muss. Alles klar, wo geht's denn hier weiter? Ich denke mal, wir müssen nach draußen. Einmal zur anderen Seite. Nicht nach links. Obwohl, können wir auch hoch, ne? Sieht mir ganz danach aus. Noch nicht. Ich klettere höher. Nein, geschafft hat er das nicht. Brauchen wir einen Aufzug, um den Aufzug zu reparieren. Nein, 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 ich will ein bisschen weiter nach rechts. Genau. Und jetzt machen wir das. Dann haben wir mit Viereck so ein Ding da rein.
Sehr gut, nee, hier hoch kommen wir nicht. Aber das ist kein Problem. Du bist oben? Hat hier jemand Zweifel? Oh, warte mal. Ich halte das Rad an. Ah, coole Idee. Super, Frau. Ja, die Winde schon mal dran gemacht, die ist super. Okay, der kann man arbeiten. Mein Mädchen. Ja. So. Ich mache jetzt die Winde los. Okay. Ich fahre das Auto zum Aufzug. Sehr gut. Los geht's. Komm, gib alles. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob der Fahrzeug offen ist. Ja, guck mal. Mist, ich komme. Eieiei. Das sind zwei Äffchen. Jetzt? Vielleicht sollte ich. Egal. Hey. Bleib ich einfach mal hier. Okay. Pass auf! Bleib unten! Nimm das Auto als Deckung! Versuche sie zu flankieren! So, einmal die Schulter gewechselt. So, von wo kommt ihr? Wer da eine Rakete? Oh, da hat jemand ein Scharfschützengewehr. So, haben wir es geschafft. Fühlt sich ganz so an. Scheiße. Nate, der Aufzug steckt wieder fest. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Wo ist sie denn überhaupt? Wo ist weiter, Nate? Ja, wohin? So, das wird hier nichts. Elena, ich komme. Heilige Scheiße. Bist du okay, Nate? Boah, du bist so eine Killerbraut, ne? Ja? Komm schon. So, die Fahrt, die nehmen wir gerne mit. Du fährst. Sicher? Du machst das doch gut. Ein Schuss? Nach all dem brauche ich eine Pause. Tja, 54 Schuss, okay. Verdient.
Oh mein Gott, weiter geht die Reise. Es war ja ganz schön brenzlig. Ich habe mir überlegt, diese wie fröhlich sie ist. Und Architektur sind doch nicht billig. Meinst du, vom Schatz ist überhaupt was übrig? Das haben wir uns auch gefragt. So, Muni, das ist schon mal sehr gut. Panzerfaust nehmen wir nicht mit. Müsste eigentlich noch was rumliegen. Ich sehe schon. Oh mein Gott. So, hier liegt auch überall ein bisschen was rum. Die Rafika. So, 54 oder 60. Aber die Rafika, die gibt so schnelle Schüsse ab, ne? Naja, probieren wir es einfach mal aus. Außer hier kommt die Para. Ne, hier kommt die Barock. Die Barock will ich aber nicht. So, ein bisschen Munition oder so, man muss natürlich auch sein, weil irgendwie sie. Habe ich da nicht allzu viel von über? Keine Angst, Schätzchen. Es geht weiter. Hier haben wir wieder mal eine wunderschöne Aussicht. Was haben wir denn hier? Oh, oh, Bremse. Mein Gott, das ist der Wahnsinn, sorry Leute. Zum 500.000. Mal während dieses Let's Plays. Brumm, 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 brumm. So, hier geht's nicht weiter, das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier runter. Uns einen anderen Weg suchen. Ich glaube, wir sind ganz schön optimistisch. Wäre ich aber auch. Nichts. Ne? Okay, da müssen wir da wahrscheinlich wieder irgendwo den Haken befestigen. Hier außenrum geht nicht, ne? Oder war das schon die Lösung des Rätsels? Okay, alles klar. Ist ja easy. Ah ne, hier geht auch nicht, okay. Ne, da streikt der Wagen. Hier den Felsen hoch. Doch, das macht er. So. Wow, Moment. Ah, so. Ich habe die Kontrolle wieder. Das war richtig? Wir sind weiter. Du hast nicht zufällig was zum Umziehen dabei, oder? Ja, klar. Super. Im Flugzeug. Nicht super. Der Damm da. Fahren wir durch Schleusentor. Ja, es wird wohl richtig sein. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir auch das Schleusentor aufbekommen. So, hier kann einer von uns doch durch, oder? So, hier will wahrscheinlich keiner von uns runter. So. Einer muss da hoch. Kann man hier eine Liane hoch? Nein. Ah, was war denn da? Ja, was? Das klappt selbstverständlich nicht. Was tun wir denn jetzt? Ach, schaut mal hier. Alles klar, Lösung gefunden. Oh, mal los. Nee, das klappt nicht. Ist blockiert. Okay, ich versuche das andere. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin? Muss ich etwa hier lang klettern? Sieht ganz danach aus. Man ahnen können. Schauen wir mal. Die
Hinter Tür Nummer 2? Hinter Tür Nummer 2. Das hier scheint zu gehen. Gut gemacht. Das ist verständlich. Ich bin der Nachfahre des Herrn Sir Francis Drake. Ich kann sowas. Warum wenn ich die Tür nimmt, weiß ich auch nicht. Alles gut. Das Spiel geht echt länger als gedacht, Leute. Dummes für einen Schatz oder sowas, aber wir fahren mal weiter. Was ist los? Zu viel Schlamm. Muss außen rum. Gummi wahrscheinlich, ne? Das war knapp. Fast. Wir müssen schneller sein. Ja. Absolut hey, recht, liebe vielleicht Männer. Kommen wir da hoch. Gute Idee. Sorry, Leute, das war doof. Bin ich einen Ticken zu weit gefahren. Wart's ab. Festhalten. Kein hey, du kriegst überrascht. Vielleicht ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, wieder zu stark. Die Strömung, nein, oder? Hier stehen die Chancen, dass der Aufzug geht. Hm. Ah, bis jetzt waren es 2 von 2. Ja, das heißt, das nächste Desaster steht an. Das Wasserrad läuft. Ein gutes Zeichen. So, was haben wir denn hier? So eine abgebrochene Brücke? Ist hier Räuberleiter-Action? Nein. So, hier kann er hier nicht, aber hoch. Oh, mein Schatz Elena. Ich habe hier was für dich, ein Zahlenschloss. Kombinationsschloss aus dem 18. Jahrhundert. Wollen wir uns nicht versöhnen? Wie seid ihr denn verbunden? Hier seid ihr echt miteinander verbunden irgendwie, aber es funktioniert ja alles. Hier scheint alles intakt zu sein. Gucken wir mal da. Hey, willst du mir helfen? Oh je. Oh, unterschätzt die Frauen bei sowas nicht. Mist. Versuch was, Herr. Ich halte auch. Hol den Wagen. Oh, du starker Boy. Alles. Alles klar. Altes Monster, du. Okay. Wenn das mal gut geht. Das wird ja gleich wieder rumgeballert, bestimmt. Ach, wunderbar, die Piratentechnik. Hey, Baby. Ich habe ein paar Schätze für dich. Kann man auch zweckentfremden. Wie sieht's aus? Wow. Wow. Wie auf einer Postkarte. Da haben wir einen Ticken besser. Ja, Libertaria. Wunderschöne Landschaft. Und Schießereien auf Leben und Tod. Wieso hast du deine Meinung geändert? Hm? Na, du wärst fast nicht zurückgekommen. Na, sollte ich abhauen, während du bis zum Hals drin steckst? Und weißt du, dann war da noch dieses Ehegelübde. Hm. In guten wie schlechten. Ja. In guten wie schlechten.
So, dann wollen wir mal. Oh, los, hilf mir mal. Frau hat keinen Bock auf Gefühlsuselei. Klar. Okay. Okay. Weißt du selbst, wenn du glaubst, mich damit zu schützen, hast du kein Recht, mich so auszuschmieren. Worum es auch gehen mag, wir sollten darüber reden und uns darum kümmern. Gemeinsam. Als Team. Ich weiß. Wirklich, es ist nur... Weißt du was? Konzentrieren wir uns. Das hat bis später Zeit. Ah, vernünftige Frau, will ich mal sagen, ne? Das hat echt für später Zeit. Ich müsste erstmal euren Arsch hier rausbekommen. New Devon. New Devon, erinnert mich an New Yevon. Das ist Final Fantasy X. Dieser Ohr, oh mein Gott, wie cool. Ich muss mal wieder die Gegend genießen. Das ist halt echt wunderschön hier, ey. Mein Gott. Habt ihr toll gemacht, Spieleentwickler, ihr habt da drauf. Mein Gott. Kriegen ein ungutes Gefühl bei der Musik und allem. Kommt mir irgendwie nicht vor wie so ein schöner Zwischenstopp oder sowas. Bisschen zu ernst, die Musik. Irgendwas Schlimmes passiert noch. So, nein, das war es wahrscheinlich nicht. Okay, wir müssen über die Brücke rüber. Gut festhalten. Das war wieder klar. Oh mein Gott. Verdammt! Geh um, wir fahren zum Wasserfall! Ich kann nicht! Die Strömung ist zu stark! Ja, als ob das Lenken irgendwie was bringt. Nate! Da, wir können die Felsen hochklettern! Okay! Oh. Oh. Los! Los! Oh, eine tolle Gelenkwagen. Bin wieder getrennt. Da oben, L1, komm. Das wäre dann tot gewesen. Ja, jetzt klappt's. Hab dich! Doch nicht getrennt. So viel zum Wagen. Ja. Komm. Ich wollte dich nicht schützen. Es ist nur, ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben. Das haben wir beide. Ich hab den Schwur gebrochen. Ich hab nichts gesagt, weil ich hatte Angst. Angst wovor? Dich zu verlieren. Ich schätze, ich wollte mich selbst schützen. Verstehst du? Wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Ja. Wir sollten weiter. Ja. Hier gefällt das alles gar nicht. Oh, es wird wieder weniger. Wetter wird sich ändern. Ganz dramatisch wird es bestimmt jetzt bald. So, ich spüre das. Jetzt bald das Ende mit dem Spiel. Bald sind wir durch.
Zumindest sind wir auf der richtigen Flussseite. Ja, das wäre übel gewesen. Haut das hin hier? Ja. So, genau. Jetzt habe ich mal die Spuren hier erkannt. Geh den richtigen Weg nach oben. Gute Idee. Also, wie kommen wir da hoch? So, es wird auch gelacht. Das schaffen wir auch. So, da rutscht er bestimmt die ganze Zeit lang, ne? Könnt ihr wahrscheinlich nicht stehen. Sie will da lang. Könnte natürlich auch gut funktionieren. Bevor ich hier was übersehe, nochmal genau gucken. In den Wänden gibt es nichts. Aber bevor ich da eh runtergehe, kann ich ja echt versuchen, hier im Wasser zu stehen. Ne, klappt nicht. Okay. Versuchen wir es nochmal. Diesmal über die andere Seite. Elena, wie hast du das gemacht? Vielleicht machen wir hier mal Urlaub, was? Habe ich mich verguckt oder war Elena nicht eben hier drüben? Wie hat sie das gemacht? Elena? Wie hast du das gemacht? So, hier geht nichts. Hier geht auch nichts. Was ist denn hier mit der... Oh nee, das wird nichts. Okay, ich versuch's nochmal links lang. Irgendwie muss das der Weg sein. So, was ist denn hier? Okay, dann springen wir hier rüber. Das wird ja wohl klappen. Ja. Bestimmt ist hier unten ein Schatz. Würdest du bitte hier runter gehen? Lieber Nate. Ach so, okay, einmal Kreis drücken, dann macht das sogar. So, scheint der richtige Weg zu sein oder auch nicht. Und wieder so ausgerutscht, ich habe eine doofe Taste gedrückt. Mach's einfach mal so. Alles klar, das war richtig. Das ist immer ein riesen Erfolgsgefühl irgendwie, wenn du den richtigen Weg auf einmal findest. Oh, das sieht nicht gut aus. Ganz viele tote Menschen. Wow. Also den Kleidern nach sind das Siedler. Vielleicht gab es einen Kampf? Wir ja, haben doch, sieh dir ihre Positionen an. Ja, du hast recht. Sie wurden gestapelt oder einfach gegen die Wände gelehnt. Sie waren schon tot, als man sie hergebracht hat. Das ist ein Massengrab. Ja, stimmt. Genau so sieht's auch aus. Wir haben doch einen Tagebucheintrag übersehen, das wollte ich sagen. Haben wir noch gar nicht überprüft. Ich schaue mir das Tagebuch an. So, connect the gears. Impressive engineering for a bunch of pirates. Must have put the B-Team on the bridges. Beeindruckende Ingenieurleistung für einen Haufen Piraten. Die Brücken wurden wohl von den Lehrlingen gebaut. Zahnräder verbinden. So, ja, das hatten wir schon. Okay, Leute, an dieser Stelle werde ich wieder die Folge beenden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bitte abonniert, liked, teilt, macht alles, was geht. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.